und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück hier bei Slime Ranger. Wo wir gerade auf der Suche sind nach ein paar Sachen, und zwar nach diesen Kapseln, am besten ungeöffneterweise, und Gilded Ginger, diesen goldenen Ingwer, den es nur ganz selten gibt. Also er wächst an 72 Stellen hier in der Welt, das hört sich ja noch gut an, allerdings pro Tag nur an einer dieser 72 Stellen. Und das sind natürlich so viele, dass man die gar nicht immer alle kontrollieren kann. Man muss wirklich Glück haben, um zu finden, wo sich das Zeug befindet. Wir hatten bisher schon mal einen hier gefunden. Hier ist einer gewachsen. Allerdings bin ich ganz kurz danach gestorben. Nee, nicht gestorben. Ich bin irgendwo runtergefallen und war K.O. Und damit verlierst du leider dann alles, was du dabei hast, und wir haben auch unseren Gilded Ginger verloren. Das ist natürlich doof, aber ich schätze, wir sind ja so fleißig beim Suchen, wir werden bestimmt noch einen finden. So, hier durch das gefährliche Gebiet könnten wir eventuell nochmal durchlaufen und mal gucken, ob es hier vielleicht noch irgendwas gibt. Es gibt insgesamt noch 8 Kapseln, die uns bisher noch entkommen sind. Aber ich schätze die Wahrscheinlichkeit, dass sie das noch lange durchhalten, als sehr gering ein. Die werden wir finden. Da unten auf dem Absatz ist auch nichts. Hier ist diese nächste. Da ist diese Insel. So, ob wir die auch mal so umkreisen. Da hinten, das haben wir schon gefunden. Wir können natürlich nach dem Gilded Ginger mal hier auf der Insel suchen. Aber ich würde sagen, wir gucken uns erstmal hier noch ein bisschen um. Wie sieht es denn eigentlich hier drüben aus? War hier noch irgendwie sowas Vorgelagertes? Ja, aber da ist nichts drauf. Nee. Gut, dann hier ist nichts dahinter. Oben wächst ein Bäumchen. So, mal hier im Hubschraubermodus gucken, ob wir hier noch irgendwas sehen. Das ist es jetzt. So, und das ist jetzt. Wir haben gerade. Eigentlich ist das Spiel momentan durchgespielt. Nur falls ihr euch wundert oder euch beschweren wollt, warum ich das immer noch in die Länge ziehe hier. Und wir haben alles schon geschafft. Erstens haben wir nicht alles geschafft. Es gibt immer noch Errungenschaften. Und es gibt noch Kapseln, die wir suchen können. Und Spiele, wo es sowas noch zu finden gibt, die zählen bei mir nicht als durchgespielt. Bei mir zählt durchgespielt erst dann, ich alles gefunden habe, und wenn ich das nicht gefällt, dann guck doch was anderes, weil wir wollen nämlich die wenigen Leute, die jetzt noch zugucken, wir wollen nämlich alles finden, und ich finde das ganz spannend, die Sachen zu suchen, weil wir haben ja auch in der letzten Folge, ich glaube, 2 Kapseln gefunden, die wir bisher noch nicht gefunden hatten. Das heißt, obwohl ich das Spiel jetzt schon so lange spiele, finde ich immer noch Sachen, die ich vorher nicht gesehen habe. Und das finde ich halt ganz spannend. Und deswegen bin ich eigentlich auch so begeistert von Slime Ranger. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die es nicht schaffen, mehr Missionen hier reinzumachen, weil einfach so ein paar kleine Missionen, so Sammelmissionen zu machen, das ist ja nun wirklich nicht schwierig. Meine Fallout macht das ja auch mit Preston Garvey. Die schicken dich halt zu 6 Millionen verschiedenen Ortschaften. Oder irgendwie gucken so, als ob da alles in Ordnung ist. Das könnte Slime Ranger natürlich auch machen. Weil ich finde sowas immer toll. Also hier ist jetzt nichts mehr. Wir haben jetzt alles abgesucht. Wir waren in jeder Ecke, glaube ich. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier durch. Jetzt sind wir wieder im Hauptgebiet. So. Hier sind natürlich auch eine ganze Menge von unseren kleinen Maschinchen und eventuell auch noch ein bisschen was von dem, von der Pfeffermarmelade, die wir das letzte Mal gefunden haben. Das habe ich gerade dabei. Derwish Plot. Pass auf, den werfen wir erstmal kurz raus. Schon wieder Pass auf gesagt. Ich weiß nicht, was jetzt ist. Das ist das ganz Neues bei mir, oder? Mach ich das immer? Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Da! Ein Gelee Royale. Ah nein, ein royales Gelee. So. Wir gucken mal, was wir hier so alles zusammenbekommen. Ja.
Das ist doch schon mal spannend, was wir jetzt hier gefunden haben. Dann hauen wir das mal hier rein. So, jetzt kommt gleich in unsere Raffinerie und wir gucken mal hier drüben. Da muss doch irgendwo noch so ein Ginger wachsen. Ich weiß gar nicht hier von den Feuerschleimen, ob wir da noch welche brauchen. Hier gibt's Pfeffermarmelade. Wisst ihr, hier bleiben schon Sachen liegen, weil wir jetzt zu viel gesammelt haben. Das gefällt mir immer gar nicht. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Sammelfelder unten. Also ich finde, so 2-3 Sammelfelder könnte man ruhig noch mehr haben, wenn man irgendwie so eine Spezialausstattung hier hat. Oh, jetzt gehen die alle gleich kaputt. Die sterben jetzt gleich alle, weil es ja keinen Feuersturm mehr gibt. Da ist er gestorben. Mach's gut, kleiner Feuerschleim. Der Kleine. So. Sammeln wir das mal ein. Und wir gucken. Da oben könnte halt auch überall noch so eine Kapsel stehen, weißt du? Ich finde das halt voll spannend, das zu suchen. Ich gebe da... Also wenn ich jetzt so für mich spiele, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ich das genauso mache. Also ich spiele jetzt nicht für euch extra hier lange. Ihr habt ja auch keine... Ihr habt ja auch keine Verpflichtung, hier weiter zuzugucken, falls euch das langweilig erscheint. Kann ich überhaupt was mitnehmen? Wir müssen gleich nochmal die Tour machen. Nein! Wir müssen gleich nochmal die Tour machen. Er ist zum Glück liegen geblieben. Erstmal ausladen. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Uröl, Spiraldampf, Hexerwabe, Summwachs. Okay. Gut. Da liegt noch was. Hexerwaben. Oh, mir fällt gerade ein, wir haben ja noch viel mehr von den Dingern hier überall stehen. Aber die anderen sind zum Glück alles nur die Border. Da sind, glaube ich, keine Bienenwaben. Also Bienenzuchtdinger. Oh, schon wieder. Pass mal auf, den Lava-Staub lasse ich mal hier liegen. Dann lieber das royale Gelee, weil von dem haben wir nicht so viele. Den holen wir gleich. Und falls ich das dann vergesse, weil ich gerade durch irgendwas abgelenkt werde, was ja nicht so schwer ist, wenn irgendwas um die Ecke kommt, was mir interessant vorkommt, vergesse ich nämlich, dass ich das Zeug liegen habe. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das hauen wir hier rein. So, Spiral, Nebel, Dampf, Quader, irgendwas nehmen wir uns jetzt wieder mit. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Wie hieß denn das Zeug? Mal her, Lavastaub. Da lag ich ja total daneben. So, hier ist natürlich, wenn jetzt hier irgendwo diese goldene Wurzel dazwischen wächst, die findet man dann überhaupt nicht, weil das alles so bunt ist. Wir können aber noch ein paar Screenshots machen. Guck mal, so. Sieht sehr bunt aus. Sieht aus... Also, Slime Ranger ist durchaus ein sehr buntes Spiel, muss man wirklich sagen. Muss man spielen lassen. So, das haben wir alles mitgenommen. Jetzt gehen wir mal hier hinten entlang, weil die hatte ich ja getestet, ob wir hier vielleicht noch ein paar von den Bienenkörben aufstellen können. Hier ist nichts mehr, da drüben, was ist das? Karotten. Da unten stehen noch zwei Maschinen und ich glaube hier hinten hatte ich auch eine geparkt. Also ganz ehrlich, wenn jetzt hier so eine goldene Wurzel wächst, dann finde ich die nicht, weil das ist da zu bunt. Guten Tag. Guten Tag. Aber ich glaube, hier unten, also kapselmäßig, wenn hier unten noch Kapseln wären, dann hätten wir die schon gefunden. Weil hier sind wir jetzt schon so oft vorbeigelaufen. Die hätten wir dann, glaube ich, doch schon entdeckt.
Also wenn, höchstens dann da oben drauf, aber auch da sind wir ja schon öfters mal vorbeigeschwebt und haben da schon gesucht. Irgendwas passiert hier als neben mir auf dem anderen Bildschirm. Da ist gerade die Renderanzeige. Irgendwie ändert sich da ein neuer Bildschirm. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwelche Hotkeys auslöse, während ich jetzt hier am Spielen bin und per TeamViewer mit dem anderen Rechner verbunden bin. Habe ich jetzt irgendwas gemacht? Nö. Was wird da gerade gerendert? Ach, auch Slime Ranger. Stimmt. Ich habe alles Mögliche gerendert und Slime Ranger vergessen. Und jetzt ist einen Tag lang schon wieder eine Folge ausgefallen. Ich habe mich eben noch ziemlich drüber aufgeregt, aber jetzt geht es eigentlich schon wieder. Ich habe mich schon wieder abgeregt. Weil ich wollte nämlich jetzt auf gar keinen Fall mehr, dass jetzt nochmal Folgen ausfallen. Jetzt ist heute schon wieder so passiert. Also heute ist der 10. Oktober. Als ich hier aufnehme, 2018. Und jetzt ist schon wieder passiert, dass eine Folge hier ausfällt. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Das klappt nicht mehr. Ich wollte da oben drauf. Da. Jetzt gucken wir mal kurz auf der Karte, weil wir können nämlich hier super gut sehen, wo unsere Maschinen stehen. Die haben wir alle abgeerntet. Da waren wir. Und jetzt habe ich eigentlich die Karte zugemacht, wo angezeigt wurde, wo der Gilded Ginger wächst. Gerade mal auf den anderen Bildschirm. Ja, habe ich zugemacht. Mist. Schade. Hätte ich euch das gerade mal zeigen können, wo das überall ist. Wir hüpfen mal jetzt da drauf, dann hüpfen wir hier hoch und gehen mal hier oben so drüber und gucken, ob sich da irgendwo noch ob da auch irgendwo so ein Zeug ist. Hops. Das sind ja hier so Stellen, die bieten sich ja an, um irgendwas zu verstecken. So, wir lassen mal unseren Blick jetzt hier drüber schweifen und gucken, ob wir irgendwo noch eine Kapsel entdecken, die wir noch nicht gesehen haben. Oder? Hier oben? Sehe ich auch nichts. Hier oben, das hier haben wir schon komplett abgesucht. Aber natürlich noch nicht nach Gilded Ginger. So, da war auch nichts. Mal so ein Stück rausgeflogen, um zu gucken, ob es da noch irgendwas gibt. Machen wir jetzt hier auf, wenn wir gleich aufgetankt haben. Dann gucken wir mal hier so um die Ecke, ob wir da irgendwas sehen. Schwupps. Hier sind so Stellen, da kannst du halt gut irgendwelche Geheimnisse verstecken. Weil wer geht da schon hin? Außer jetzt mir und so. Auftanken. Oder hier, guck mal, das wäre eine ideale Stelle gewesen, um was zu verstecken. Und dann sind sie doch besser gewesen und haben es an noch besseren Stellen versteckt, weil ich sie ja nicht finde, die Dinger. 8 Stück fehlen uns ja. Tatsächlich. Die haben wir schon geöffnet. Mist. Das? Nee. Ja, hier haben wir auch alles abgesucht, weiter oben. Da oben drauf. Kommen wir da oben drauf? Kommen wir auf das Gebäude oben drauf?
glaube ich, nicht möglich. Ich sehe jedenfalls keine Stelle, wo wir hochhüpfen können. Wenn ihr doch schon mal da oben drauf wart, dann schreibt mal, weil dann würde ich das nämlich doch nochmal versuchen. Hier in der Sandwüste. Das ist eine Karotte. Ich suche aber was anderes. So. Ich bin eigentlich der Meinung, ich suche sehr gründlich nach allen möglichen Stellen, wo was sein könnte. So, hier hinten ist ja diese Nische. Da waren wir aber schon, da ist eine Kapsel drin, die haben wir schon geöffnet, aber ich will kurz gucken, ob es da jetzt was Neues gibt. Und das ist ja auch schon der nächste Tag. Die andere Knolle haben wir ja schon an einem der letzten Tage abgeholt. Das heißt, es müsste wieder eine neue gewachsen sein. Ja, jetzt gehen wir aber die Ideen aus. Wir haben ja jetzt eigentlich eine Runde, sind wir jetzt gelaufen. Wir waren ja jetzt hier eigentlich überall. Ich gucke nochmal hier auf die Karte. Wir sind ja jetzt hier, was auch, wo bin ich jetzt hier? Da, wir sind hier einmal rumgelaufen. Wir sind einmal hier rumgelaufen, hier durch, haben uns da überall umgesehen, sind hier rüber. Haben uns den Tempel angeguckt, sind dann hier einmal, da haben wir auch eine Kapsel gefunden. Aber natürlich könnte da noch der Ginger wachsen. Gab es eine kürzere Reise dahin? Ich glaube nicht. Dann muss ich, glaube ich, jetzt doch die lang... Ich dachte gerade, ich habe was gesehen. Müssen wir doch, glaube ich, die längere Reise hier antreten. So, und vielleicht können wir hier abkürzen. Oh, ich kann gar nichts mitnehmen, weil ich nämlich vollgeladen bin. Das ist natürlich doof. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Nochmal zurück. Ich habe heute Morgen auf der Arbeit mich total gefreut, dass ich heute wieder Slime Rager aufnehmen kann, weil ich nämlich die... Ich spiele nicht gerne an meinem zweiten Spielstand, weil der ist nämlich so weit zurück. Da müsste ich noch das Rennen machen bei Ogden und so, bei Mochi. Und das wollte ich jetzt nicht machen, weil ich bin ja hier schon viel weiter und wollte hier noch viel mehr erkunden und so. Und jetzt finde ich hier aber nichts Neues. Und das ist natürlich dann schon, also auch für mich langweilig, wenn ich jetzt hier nichts Neues finde. Ist, dass die halt auch an Stellen wachsen kann, wo sowas Grünes wächst, und dann erkennt man das halt gar nicht. So, jetzt versuchen wir nochmal ganz kurz hinten bei den Tempel, ob wir da vielleicht noch irgendwas entdecken. Obwohl wir da schon waren. Wir waren aber eigentlich schon überall. Jetzt haben wir trotzdem an verschiedenen Stellen nochmal was Neues entdeckt, und deswegen versuchen wir das jetzt hier hinten auch nochmal. Aber ich habe ja auch noch eine ganze Menge anderer Spiele. Wir können natürlich auch vorübergehend das Slime Ranger hier ein bisschen in Winterschlaf schicken. Und wir gucken uns erst noch mal ein bisschen was anderes an. Ich habe wahnsinnig viele Spiele. Ich kaufe ja permanent neue Spiele zum Aufnehmen. Und tatsächlich nehmen wir davon ja gar nicht so viele auf. Nein, 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 ich habe nicht hingeguckt. Halt mich ja so lange an irgendwelchen Spielen auf. Aber vielleicht sollten wir es echt mal tun, dass wir uns einfach
kurzfristig dann mal ein anderes Spiel vornehmen. So, ich weiß nicht, hier die Ecke, haben wir die schon erkundet? Da hätte man die Kapsel auch sehen können. So. Also ich spiele das Spiel, obwohl ich es jetzt durchgespielt habe, immer noch sehr gerne, aber hier dieses Rennen mit beim Mochi, das, da habe ich eigentlich keine große Lust, das nochmal zu machen. Ich bin da kein, weißt du, wo die Quicksilber-Schleims jagen muss? Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, das ist mir zu schnell. Ja, also hier so rumhüpfen und so. Bei dem anderen muss man sich so beeilen. Das stimmt aber gar nicht. Ich habe das eigentlich auch immer gerne gemacht, dieses Rennen. Wir können da gleich nochmal ein Rennen machen. Vielleicht komme ich da dann wieder auf den Geschmack und mache es dann doch. So, hier unten ist nichts. Da gibt es irgendwie... Also hier können überall ein paar... Also hier kann überall die eine Wurzel wachsen. Könnte wenigstens so klimpern wie hier, weißt du? Dass man irgendwie hören kann, wo die Wurzel wächst oder so. Da hinten gibt es ja auch immer noch dieses Land mit den großen Säulen. Das würde ich gerne erkunden. Es wäre natürlich jetzt sehr, sehr peinlich, wenn man das schon längst besuchen kann. Und ich habe nicht gerafft, dass man das besuchen kann, dass das irgendein Update ist. Und ich raffe einfach nicht, dass man da schon ewige Zeiten hin kann. Und ihr denkt euch, oh, wann kommt er endlich auf die Idee, dass man da hin kann? Das wäre schlecht. Ne, da waren wir gerade. Also hier wächst auch gerade keine Knolle. Nee, leider nicht. Wenn wir hier unten ins Wasser gucken, also in das Schlammwasser. Ob hier noch irgendwo sich was versteckt, auch nicht. Oh, das ist so blöd. Ich möchte so gerne irgendwas Neues noch entdecken. Mann! Ich will jetzt was Neues entdecken. Da oben sind wir auch schon ein paar Mal hoch, oder? So. Nur damit, nur der Vollständigkeit halber. Nicht, dass wir dann später feststellen, hier oben, das haben wir verpasst, weil wir einfach nicht dahin gehüpft sind. Guck, da drüben ist auch diese Säulenwelt. Ich würde sagen, wir gehen wieder zurück, weil wir haben ja auch drüben noch eine ganze Menge zu tun in unserer normalen Farm. Und wir könnten jetzt noch einen Teleporter bauen. Wir haben jetzt genug Zeug zusammen. Jetzt haben wir ja die Pfeffermarmelade. Ich weiß nur nicht genau, wo wir den Teleporter aufstellen sollten. Vielleicht ganz hier hinten, damit wir hier nicht immer so lange hinlaufen müssen. Das wäre jetzt noch eine Möglichkeit. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Ich bin wieder falsch abgebogen, oder? Hier stand sie. Ich gucke immer hier hin, ob die vielleicht hier noch steht. Wobei, es könnte auch hier oben gewesen sein. Es könnte auch hier gewesen sein. Nee, keine. Ich bin schon wieder hier. Mann! Ich finde hier immer nicht den Ausgang, den richtigen. Ich mache das immer falsch.
Ich glaube, das hier ist der Ausgang. Ja, das sieht in Ordnung aus. Ja. Müssen wir erst einmal falsch laufen und dann finde ich den richtigen Ausgang. Hey! Ja, also da habe ich jetzt gerade überhaupt keinen Erfolg mehr. Also hier finden wir nichts mehr. Wir haben ja ein bisschen nachgelegt. Wir hatten ja viel, glaube ich, hier 13, wenn ich gefunden haben. Jetzt sind es nur noch 8. Das heißt, wir haben wieder 5 Stück gefunden. Gucken wir hier mal zurück und gucken mal hier bei unseren Freunden, wie es hier so aussieht. Ihr habt euch gerade ausgeruht. Ich habe es gesehen. So. Hier ist doch schon wieder alles voll. Wir müssten auch mal die Sachen wieder verteilen. Guck mal. So. Die Folge ist vorbei. Wir waren aber nicht so erfolgreich. In dieser Folge haben wir gar nichts geschafft. Also ich habe nichts geschafft. Ihr habt zwar wunderbar und erstklassig zugeschaut. Aber ich habe nichts gefunden. Hier ist auch wieder alles zugewuchert sozusagen. Geld haben wir jetzt? 17. 17.000, genau. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht lassen wir das Spiel noch mal kurz ruhen, bis die nächsten Updates rauskommen und gucken dann mal, wie es weitergeht. Hier hinten ist nichts, oder? Ja, schade. Ich habe mich... Oh, guck mal da. Man sieht unser Pier. Warte. Warte. Ich habe eben unser Pier. Da sieht man unser Pier. Ah, ich finde das so doof. Ich würde gerne weiterspielen, weil das ist halt wirklich eins von dem Spiel, die ich super gerne spiele. Und es ist leider gerade so, dass es ja keinen neuen Content gibt. Und das ist halt echt schade. Das ist echt schade. Hier oben war ich, glaube ich, noch nie. Ich laufe hier gerade mal drüber, weil ich hier noch nie war. Und jetzt ziehe ich tatsächlich in die Länge, weil ich gar nicht aufhören will, weil eigentlich müssten wir das Spiel schon wieder in Winterschlaf versetzen. Wir haben jetzt so das Update durchgespielt. Und den neuen Content haben wir abgespielt und ja, schade. Hier oben haben wir auch, können wir auch nochmal einen Screenshot machen. Ja gut, Leute, dann nehme ich mir, glaube ich, gleich noch ein anderes Spiel vor. Und, ja. Wie ist denn das Huhn hier hochgekommen? Ich fasse es nicht. Sag mal, wie bist du hier hochgekommen? Komm, geh mal zu den anderen. So. Es werden ja auf jeden Fall noch Updates rauskommen. Und ich hoffe, dass es hier bald weitergeht, denn... Ich möchte hier gerne weiter zocken. Jetzt sind wir hier drüben. Hier oben sieht es immer ganz anders aus. Da ist das Ding. Hier unten ist das. Ich suche immer noch nach Kapseln. Also hier gibt es jetzt keine von den goldenen Wurzeln. Aber Kapseln könnten wir hier eventuell noch welche finden. Nein, das war ja hier. Die Anzeige ist übrigens falsch. Hier gibt es nicht eine Kapsel. Alleine hier unten steht eine Kapsel. Hier um die Ecke stehen zwei Kapseln. Und hier hinten sind ganz viele Kapseln. So. Ja, aber jetzt macht es wirklich keinen Sinn mehr, das Ganze noch länger in die Länge zu ziehen. Ich würde sagen, wir sehen uns
bald bei einem neuen Spiel und natürlich auch bei den zwei anderen Spielen, die gerade noch bei mir laufen. Oder drei? Laufen drei bei mir? Weiß gar nicht. Wir sehen uns jedenfalls. Macht's gut. Bis dann. Oh, guck mal von hier. Man merkt, dass ich nicht aufhören will, oder? Ja. Also mit diesem Ausblick würde ich sagen, sehen wir uns bald irgendwo anders. Bis dann. Tschö. Hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.